Das ist Mecklenburg-Vorpommern vor vielen, vielen Jahren. Wir müssen aufpassen, da gleich eine riesige Flutwelle das Land überschwemmen wird. Oh nein, Guido der Gecko, bring dich in Sicherheit, das Wasser kommt gleich. Guido ist im Deutschen Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten gelandet. Scheinbar gefangen in einem dieser Bernsteine. Und er wohnt da schon seit vielen Millionen Jahren. Und seit ein paar Jahren lebt er bei uns hier im Museum und wir gucken uns den jetzt mal an. Heute erklärt uns Frau Jamm, was mit Guido passiert ist und was ein Bernstein sonst noch alles kann. So ist der Baum. Der hat halt auch Blut. Das ist nicht so rot wie bei uns, sondern gelb. Und das nennt man denn Harz. Das, ne? Ist Honig. Nein, das ist Harz. Nein, was gibt's denn da noch? Gab's denn damals noch für Tiere? Im Harz also. Aber die Tiere in diesem Harz sehen ja noch ganz gut aus. Dann könnten doch schlaue Wissenschaftler versuchen, unseren Guido da wieder rauszubekommen. Oder könnte man nicht sogar Dinosaurier klonen? Also so wie es heute aussieht, eher nicht. Es gibt ja so einen Film, Jurassic Park, dazu, wo das gemacht wird, aber das wurde dann natürlich auch nochmal untersucht, ob das geht, und das geht natürlich nicht. Und Dinosaurier kann man schon gar nicht klonen, weil Bernstein ja 50 Millionen Jahre alt ist und der letzte Saurier vor ungefähr 65 Millionen Jahren ausgestorben ist. Und da liegen ja nochmal 15 Millionen Jahre dazwischen. Okay, zuerst gab es also Dinosaurier, dann kam der Bernstein, dann lange gar nichts und dann der Mensch. Somit ist dieses Fossil, Bernstein ist kein Stein, uralt, und wie wir im Museum bestaunen können, bauen die Menschen schon sehr lange gerne Schmuck oder sogar Spielfiguren daraus. Wir sollten auch was bauen. Als erstes muss der Bernstein mit so rauem Papier glatter geschliffen werden. Das Schöne ist an dem Beruf, dass man kreativ sein kann und sich handwerklich da eigentlich voll ausleben kann. Und das ist eigentlich das, was die Sache interessant macht, auch für einen jungen Menschen. Und was ich damals auch interessant fand, dass man eben nicht irgendwie nur nach Vorgabe arbeitet, sondern man sitzt in der Werkstatt und kann sich selbst überlegen, was mache ich, wie soll das Schmuckstück aussehen oder wie soll der Kasten aussehen, den ich baue oder was auch immer. Und den kann man dann selbst auch so umsetzen. Das ist eigentlich ganz cool. Das macht schon Spaß. Bernstein drechseln ist ein Handwerk, was heute nur noch selten ausgeübt wird. Hier wird der Bernstein gerade noch poliert, mit der so richtig schön glänzt, dann ein Loch reingebohrt und schon ist die Kette fertig. Zum Beispiel irgendwo. Machen wir eine Pause im Bernsteinzimmer. Ein Zimmer aus Bernstein. Wir sollten als nächstes ein Haus aus Bernstein bauen. Genau. Ja, ein kleines kann man schon machen, ne? Aber also so ein kleines. Aber ein Häuschen aus Bernstein bauen, man muss ja das Material haben. Wenn du mir 5 Tonnen Bernstein gibst, kann ich das machen. Ansonsten wird es schwierig. Naja, lassen wir das lieber. Wichtig ist das hier. Was war das mal? Wo war der Gecko drinne? In Bernstein. Bernstein, wie nannte sich das, als es noch flüssig war? Harz, ne? Genau. Ganz genau. Bernstein ist kein Stein. Er kann ganz andere Sachen machen als Steine. Zum Beispiel schwimmt er im Salzwasser oder er brennt. Steine nicht. Na dann, viel Erfolg noch beim Ausprobieren im Deutschen Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten. Was ist noch Bernstein jetzt? Ich hab noch einen Bernstein.